Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse, diesmal nach westlichen Astrologie. Ich habe schon erwähnt, dass ich in Zukunft keine westliche Astrologie mehr anbiete. Das ist noch eine offene Bestellung und ich mache das, habe ich auch versprochen, aber für die Zukunft biete ich nur indischen oder tibetischen Astrologie an. Liebe Bialiria, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist ein Geburtshoroskop und was bedeuten die Häuser oder Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Aszendent. Du bist ein Kind davon. Und dieser Löwe-Aszendent beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Über Löwe herrscht die Sonne und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, so fühlen sie sich die Löwe-Geborenen oder so wie du mit Löwen-Aszendent im Mittelpunkt zu sein. Und tatsächlich ist es so, mit Löwen-Aszendent bist du auch nicht übersehen. Du bist immer überall wahrgenommen. Auch wenn das vielleicht für dich gar nicht bewusst ist, da hast du diese Auftreten, diese Ausstrahlung und es ist schon königlich und zeigt auch Selbstbewusstsein und Stolz. Dein Aszendent ist Löwe. Nun, in westlichen Astrologie wird ein Horoskop anderes berechnet. Und die Häusersysteme sind auch anderes als in indischen Astrologie. Im westlichen gibt es sogar mehreren Häusersystemen, mehreren Berechnungen, was die Lebensbereiche betrifft. Und das ist meistens nicht gleich groß. Und so wie hier im Bild die Karten ich auslege, bei jedem Lebensbereich wird die Tierkreiszeichen da sein, was diesen Lebensbereich öffnet, wie ein Tor. Aber weil das nicht gleich groß ist und ein Lebensbereich im westlichen Astrologie sogar zwei, manchmal drei Tierkreiszeichen befindet, natürlich wenn eingeschlossene Zeichen gibt, dann gibt es auch Häuser, wo nur ein Tierkreiszeichen ist, ganz klar. Aber nur zum Wissen, dass es anderes aufgebaut ist und hier die Aszendent ist Löwe, die zweiten Lebensbereich öffnet sich diesem Tor mit Jungfrau. Aber ein bisschen Jungfrau hast noch im ersten Lebensbereich. Also in deiner Persönlichkeit ist zwar Löwe betont, aber ein bisschen Jungfrau hast du auch. Die zweiten Lebensbereich gibt es die Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und das hängt energetisch zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, hat immer weniger Geld, als wenn jemand sagt, ich bin es wert, ich habe verdient, ich habe das im Besitz. Es ist ein anderes Selbstwertgefühl. Und hier handelt sich wirklich um Werten und dadurch verbessert sich die Finanzen. Dieser Lebensbereich öffnet sich die Tor mit Jungfrau. Jungfrau ist bescheiden und du kannst mit Geld sehr bescheiden umgehen, obwohl
mit Löwe Aszendent liebst natürlich die Luxus und das gehört auch auf dein Aussehen, Auftreten, auf die Kleidung auch. Also das, da gibst schon gerne Geld aus, aber mit Geld umzugehen, da kommt die Jungfrau A, diese Bescheidenheit und auch rechnen. Jungfrau ist Erdeelement und Erdeelement steht in Bezug zum Materie, auch zum Finanzen. Der dritte Lebensbereich öffnet sich den Tor mit Waage. In diesem Lebensbereich sind die Erinnerungen, all das, was du in Schulzeit erlebt hast. Wie hast du das Wissen aneignet oder vermittelt? Wie war die Verbindung zum Geschwister, zum anderen Kinder? Könntest du dich behaupten oder warst du auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen bleiben und das zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Wenn hier Mangel besteht, weil wir haben uns nicht gewehrt in dieser Zeit, dann spiegelt sich das Leben später in die Schule des Lebens. Und da haben wir auch Prüfungen, uns behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalen. In diesem Lebensbereich gehört auch Schulungen, Ausbildung, Seminare, dieses Wissen aneignen oder vermitteln. Es ist ein Austausch von Informationen. Hier hast du Waage. Waage liebt die Harmonie. Und das war für dich in Schulzeit auch sehr wichtig. Friedlich miteinander umgehen, harmonisch. Waage hat auch einen guten Sinn für Gerechtigkeit. Das könnte sein, dass du immer für andere eingesetzt hast, wenn das um Ungerechtigkeit ging. Waage macht es auch, sich beliebt zu machen. Und das ist sicherlich so wahr. Du warst du sehr beliebt in die Schule bei anderen Kindern oder du hast dich bemüht, dich beliebt zu machen. Der tiefste Punkt des Horoskopes hier im vierten Lebensbereich ist die Basis, die Fundament. Und das gibt uns Halt im Leben. Ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum. Und das bedeutet, hier ist das Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das sind Themen hier wie Ahnen, unseren Vorfahren, unserem Herkunft, unseren Traditionen und unserem Zuhause. Aber alles, was mit Immobilien, mit Inneneinrichtung auch was zu tun hat, ist auch in diesem Bereich. Hier hast du Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und das symbolisiert die Gefühle. Also hier handelt es sich um Gefühle. Und das soll Halt geben. Also immer auf deinen Gefühlen achten. Skorpion transformiert das. Kennt auch die Tiefe, kennt auch die Höhen. Und sicherlich so hast du in deiner Kindheit dein Elternhaus erlebt, mal mit Höhen und Tiefen. Und was bedeutet diese Transformation, die Gefühle? Das kannst du so vorstellen. Es gibt zwei Systeme. Die eine hat mit den anderen nichts zu tun, gar nichts. In die einen Systeme sind es Gefühle und das sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass. Es sind alles negative Gefühle. Neid und Hass
ist die tiefste von diesen Gefühlen und das ist zerstörerisch. Die anderen Gefühle wie Angst oder Zweifel ist nicht unbedingt zerstörerisch, aber blockiert. Nur zum Verstehen, dass wir alle kennen mal Angst oder Schuldgefühl, Wut auch. Also es ist nichts Fremdartiges. Mit diesen Gefühlen begegnen wir uns fast tagtäglich. Und es ist wichtig zum Verstehen, in diesem Moment, wenn wir Angst zulassen, begegnen wir uns mit den negativen Gefühlen. Und damit öffnet sich Pandoras Büchse und ein trojanisches Pferd kann jederzeit kommen. Das sind Einflüsse von außen, negative Einflüsse. Und von Angst zu befreien, bedeutet auch Schutz. Außerdem Angst blockiert. Natürlich Schuldgefühl oder Zweifel oder Wut blockiert auch. Alles, was negativ ist, das blockiert. Und das ist die eine Schlangenenergie. Und das sind die Erneuerungsprozesse hier im Skorpion, davon uns zu befreien. Enthäuten, wie eine Schlange das auch macht. Und ist wichtig, davon zu verabschieden und übergehen auf die positiven Gefühle. Und das ist die zweite Schlange, die zweite Kundalini-Energie. Und dadurch steigt alles nach oben. Und das sind die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Kraft, Mut, Begeisterung, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit und natürlich Liebe. Wenn wir diese positiven Gefühle leben, dann haben wir die göttliche Quelle, die göttliche Energie. Und mit dieser göttlichen Energie können wir unseren Alltag kreativ gestalten, unserem Leben schöpferisch gestalten. Und wenn du das kannst, auf deinen Gefühlen achten, dann hast du dein Basis, dein Fundament im Leben. Und wenn das um deine Wohnsituation handelt, du brauchst immer wieder diese Erneuerungsprozesse und Veränderungen, aber handel intuitiv und höre auf deine Gefühlen. Es ist Wasserelement und das hat einen Bezug zum Gefühlen. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, natürlich unsere eigenen Kinder und Enkelkinder auch, aber auch unsere eigenen Kindheit, die Erinnerungen an unsere Kindheit. Und die schönen Erinnerungen sollen wir behüten und bewahren, das sind wahre Schätze. Und die Erinnerungen, die mit Tränen verbunden sind, brauchen wir nicht aufhalten, weil die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Es sind nur Gedanken, natürlich mit Emotionen verbunden, aber raus aus der Traurigkeit, raus aus den Tränen, nicht aufhalten, sondern umdenken an etwas, was uns begeistert, was zum Lachen bringt. Dann befreien wir uns von Traurigkeit, von Angst, von solchen Gedanken. Die Kinder zeigen uns was Wichtiges. Erstens die Kreativität, zweitens das Spielen, dass wir viele Dinge im Leben spielerisch betrachten können, damit wir unserem Leben nicht verspielen. Und das ist auch Lebensfreude, was hier dieses Bild auch zeigt, das Leben zu genießen mit dieser Lebensfreude. Und dieser fünfte Lebensbereich erzählt etwas, dass unserem Leben ist wie ein Theater. Und wir wählen diesen Platz aus, wir dekorieren die Bühne, wir
sorgen dafür, dass wir schöne Kostüme haben. Und wir wählen die Schauspieler aus, wir schreiben die Drehbuch, wir machen die Regie. Also wir handeln und vor allem wir spielen die Hauptrolle. Wenn wir das so vorstellen können, dann hilft uns, kreativ zu sein. Hilft uns, diese Lebensfreude zu verspüren und befreit uns von Problemen, befreit uns von Ängsten, all das, was uns bedrückt. Hier hast du Schütze. Schütze gehört zum Feuerelement und das zeigt schon Bewegung und Begeisterung und auch Kreativität natürlich durch diese Begeisterung. Schütze steht auch in Verbindung zum Ausland, zum Reisen, zum Bewegung. Aber Schütze neigt dazu, immer das Gefühl zu haben, oh, da muss noch was Besseres sein. Und das ist immer in die Weite. Und das ist oft unerreichbar. Und die Schütze braucht Orientierung. Sonst verliert die Orientierung. Dann fühlen sich die Schütze-Geborenen orientierungslos. Und das zeigt dieser Pfeil, weil das zeigt genau die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell bedeutet, das sind unsere Wünsche. Und wenn du danach lebst, wenn du Wünsche hast oder eine Vorstellung und das dich auch begeistert, dann hast du die Richtung, dann hast du Orientierung an, dann kannst du schöpferisch gestalten, spielerisch. Und das gibt dir Lebensfreude. Die sechste Lebensbereich ist die Alltag, auch Arbeit, Pflichten und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur dann arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du Steinbock. Steinbock zeigt uns ein Stück Paradies. Aber dieses Paradies muss erstmal verdienen. Und das dauert meistens. Und das kommt nicht in jungen Jahren. Und in erster Lebenshälfte ist Steinbock hart. Haben wir auch Prüfungen. Und mit Sicherheit war das dein beruflichen Umfeld. Pflichten, strenge und hart, aber zum Glück wirkt Steinbock im zweiten Lebenshälfte anderes. Dann kommt das in Form, dann haben wir viel erreicht, dann sind wir auch vernünftig, dann bekommen wir auch Anerkennung, dann haben wir Richtungen und Ziele und auch die Kraft, das zu bewältigen. Und das zeigt sich im Taten. Es ist Erde-Element. Das zeigt sich im Taten, dieser Erfolg. Und das ist wirklich dann ein Stück Paradies. Wenn du betrachtest dein Aszendent Löwe, und das bedeutet in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Löwe in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang, so in die Richtung wie ein Sonnenaufgang. Und im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Wassermann in Westhorizont nach unten gegangen wie ein Sonnenuntergang. Die untere Teil des Horoskops ist das Unbewusste. Und die obere Teil, das Horoskop, ist das Bewusste. Und bei diesem Sonnenuntergang öffnet sich das Tor zum Partnerschaft. Aber in diesem Augenblick, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast, dein Geburtsmoment, war die beiden Tore gegenüber. Und in dem Moment schauen wir in diese Richtung und hier ist ein Spiegel und erkennen wir unseren Seelenpartner, die Männer natürlich ihren Seelenpartnerin. Hier spiegelt das alles und die Kinder haben noch Erinnerungen bis etwa dritte Lebensjahr. Dann ist das alles in Unbewussten, geht auch in Westhorizont nach unten.
Und hier hast du Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement. Und das bedeutet immer Leichtigkeit und ein gewisser Freiraum. Wassermann vergleiche ich mit dem Sternbild Adler. Und dieser Sternbild Adler befindet sich auch in die Nähe von Wassermann. Und die ganze mythologische Geschichte bei Wassermann hängt mit Adler auch zusammen. Also wir können auch über Adler sprechen. Und hier brauchst du den Adlerblick, einen Weitblick, über die Zeit vorausdenkend. Ich würde sogar sagen fühlend. Du fühlst es, was dann kommt. Und du hast dieses Feingefühl, dass jetzt kommt der Herzensmann. Wassermann bedeutet auch, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein und zu fühlen auch. Sorgt auch dafür, dass einzigartige, außergewöhnliche Lebensumstände herrschen oder Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen. Und dieses Gefühl zu haben und diese Leichtigkeit, dieser Weitblick auch, dieser Freiraum, das öffnet sich dir den Tor zum Partnerschaft. Natürlich beschreibt auch der Partner, ja, natürlich kommt noch die Mars-Energie dazu, weil Mars ist der Mann. Aber das ist mal die Tor zum Partnerschaft. Hier im achten Lebensbereich ist der Tod. Hat mit Tod und mit Todesfall und mit Erbschaft auch was zu tun. Aber hier wird beschrieben, dass in unserem Leben immer wieder was absterben soll. Das wird nicht immer alles festhalten sollen, weil das bedrückt uns oder raubt uns Zeit oder Energie. Und es ist wirklich wichtig, diese Prozesse auch durchleben, loslassen oder mal trennen oder mal kündigen von etwas. Hier hast du die Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen befindet sich zwei Fischen. Und das ist Wasserelement. Das heißt, diese beiden Fischen schwimmen im Wasser. Und Wasser symbolisiert die Gefühle. Und weil hier zwei Fischen gibt, die schwimmen in verschiedenen Richtungen. Die eine Fisch hat Angst und zweifelt an sich selbst, zweifelt an allem oder hat Schuldgefühl. Das heißt, befindet sich immer wieder in diesen negativen Gefühlen und das blockiert. Und der andere Fisch kennt das nicht, weil vertraut das Wasser. Weil der andere Fisch sagt, ja, was kann passieren? Ein Fisch kann doch schwimmen, kann doch gar nichts passieren. Ein Schiff braucht kein Rettungsboot. Also kommt mit den Gefühlen klar und hat Visionen und Vorstellungen. Weil hier wirkt Neptun-Energie. Neptun herrscht über die Fische. Und es sind unsere Fantasie, unsere Träume, unsere Visionen. Und hier ist der Reichtum verborgen. All das, was du vorstellst, wenn du das glaubst und das vertrauen kannst und dieser Traum realistisch ist, dann kannst du sicher sein, das trifft auch ein. Und die Richtung schwimmt alles. Oder alles schwimmt auf dich zu, genauso wie du das vorstellst. Und hier bei diesen Transformationen im Bereich der Todes muss alles absterben, was dieser Fluss hindert. Es sind Ängste oder Kontakte mit anderen, die vielleicht dich versuchen beeinflussen und sagen, ach, was träumst du wieder her, ach, das wird sowieso nichts. Und das blockiert auch, weil das macht dich dann unsicher. Oder
wenn du versuchst, etwas festzuhalten, deine Arbeit oder Wohnsituation, und du weißt, so geht das nichts voran, weil hier habe ich keine Möglichkeiten, dann bereit zu sein, dich zu verändern. Das sind diese Prozesse hier im achten Lebensbereich, und das zeigt dir, wie das geht, die Tierkreiszeichen Fischen. Den neunten Lebensbereich hast du wieder. Neunter Lebensbereich bedeutet Ausland, Reisen, Auslandskontakte, Bildung, Studium, eine höhere Bildung oder Spiritualität, Glaubensrichtungen, woran glaube ich im Leben. All das zeigt dir die Widder. Widder symbolisiert Kraft, Mut und Neuanfang. Und das hast du auch. Dein Feuerelement zeigt auch die Begeisterung. Begeistert zu sein von Reisen, von Ausland, von Bildung. Spirituell immer wieder neue Dinge zu entdecken. Hier gibt es auch ein Geheimnis, und das ist das goldene Fell der Widder. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Jetzt die Namen habe ich nicht im Kopf, aber ich erzähle das. Es gab einen König. Und dieser König hatte zwei Kinder, eine Junge und ein Mädchen. Und dieser König hat sich getrennt von seiner Frau und hat sich neu verliebt. Und diese neue Frau war nicht so gut zu den Kindern und wollte die entfernen. Und dann hat er einen Plan gemacht oder hat einen Plan im Kopf gehabt, und hat dafür gesorgt, dass in den kommenden Jahren dann kein Getreide war im Land. Also das heißt, sie hat alles vergiftet und gab keine Getreide. Und die Menschen haben auch gehungert, und der König hat überlegt, woran liegt das alles. Und sie hat gesagt, ja, geh zum Orakel, zum Delphi, und diese Orakel sagten, was sollst du tun? Und diese böse Königin hat Botschafter gesendet zu diesem Orakelstadt und hat mit diesen Botschaften besprochen, sie sollen falsche Auskunft geben, also nicht das, was die Orakel sagt, sondern einfach lügen. Und die kamen dann zurück im Königreich, und da haben sie zum König erzählt, ja, du solltest deinen Sohn töten, dann, wenn du deinen Sohn opferst, dann gibt es wieder Getreide. Und der König hat überlegt, was soll ich jetzt machen, und ja, dann sollten die Menschen auch, sollten sie nicht mehr hungern. Und dann war wirklich so weit, dass er bereit war, seinen Sohn zum Töten. Und dann kam die leibliche Mutter mit einer Widdergestalt, hat sich umgewandelt in einen goldenen Widder. Und dann, dieser goldene Widder könnte fliegen. Und das war eigentlich die leibliche Mutter und hat zu Kindern gesagt, jetzt sitzt auf mich, aber ihr dürft nicht nach unten schauen, und wir fliegen weg. Und sie sind davon geflogen. Das Mädchen hieß Hella, ich glaube. Und dann kamen sie im Meer in einen Punkt, wo das Mädchen nach unten geschaut hat und ist runtergefallen im Meer. Das ist die Hella-Punkt. Und dieser goldene Widder ist dann angekommen in ein neues Königreich mit dem Sohn. Und jedenfalls wurde dieser Widder dann, dieser goldene Fell, in einen Zauberwald versteckt. Und dieser Zauberwald wurde von einer Drache behütet. Und dann kamen die Argonauten, und die Argonauten mussten diese goldenen Fell wiederholen,
aber erstmal müssten sie die Drache besiegen. Und diese Drache, und immer wieder kommt das vor in mythologischen Geschichten, das symbolisiert immer die Angst. Und ein Drachentöter bedeutet symbolisch die Angst bewältigen. Und so haben die Argonauten wieder diese goldenen Felder wieder geholt. Das ist so etwa die Geschichte. Ich muss nochmal nachlesen wegen den Namen. Ja, der goldene Fell, der Widder, ist nichts anderes als unsere Ausstrahlung, unserem Energiefeld. Und das heißt, wir Menschen haben ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld umhüllt uns. Und das ändert sich ständig, je nach unserer Stimmung, nach unserem Gedanken. Manchmal ist es ganz eng und grau, manchmal dehnt sich das aus und ist Gold. Und gerade bei Neuanfang ist wichtig, dass dieser Energiefeld sich ausdehnt und glänzt wie Gold. Und das ist dieser goldene Felder wieder. Und warum gerade im Widder? Weil das brauchen wir immer bei Neuanfang. Weil dieser Augenblick, wie wir etwas Neues starten, diese Energie überträgt sich auf die Geschehen. Das, was Hermann Hesse so wundervoll beschrieben hat, in jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Genauso ist es auch. Und das zeigt die goldenen Felder wieder. Und hier hast du die spirituelle Richtung und das ist die Lernaufgabe im Leben. Das ist ein spiritueller Weg, dass bei jedem Neuanfang, ob das jetzt beruflicher Neuanfang ist oder wenn du einen Vertrag unterschreibst, das ist auch wie ein Neuanfang oder ein Umzug oder eine neue Beziehung. Achte immer auf deinen Gedanken und Gefühlen, weil dieses Energiefeld, was dich umhüllt, das kommt von innen. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Wenn du Probleme hast und Angst, dann ist dieses Energiefeld eng, bedrückt und grau. Aber wenn du angstfrei lebst und optimistisch bist und glaubst daran, dass alles klappt und alles gut läuft, dann dehnt sich das aus und genau dann hast du das auch, die goldenen Felder wieder. Zehnter Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes, das ist das Höchste, was man erreichen kann. Das sind unsere Ziele und zeigt, wie erreichst du deine Ziele oder wie bekommst du Anerkennung, zeigt auch Öffentlichkeit und hier liegt auch die Berufung. Hier hast du Stier und Stier bedeutet, nimm das im Besitz, weil das ist für dich wertvoll und genieße das. Und das ist Erde-Element und zeigt die Taten, die Realität. Stier hat einen Bezug zum Geld, also das wäre ein Bereich zum Arbeiten, was mit Finanzen zusammenhängt oder mit Immobilien oder Inneneinrichtung, aber auch Kreativität, weil über Stier herrscht Venus und Venus vermittelt Schönheit und Kreativität. Die elften Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Und tatsächlich sollen wir mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Hier hast du die Zwillinge. Es ist nicht nur Wünsche und Freundschaften, sondern Gruppen. Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind. Wie ein Verein oder ein Partei, das organisieren oder teilnehmen oder gründen. Und hier ist einiges in Bewegung. Damit du deine Wünsche leben kannst, erzählt hier auch eine Geschichte davon. Es gab eine Königin, Leda. Sie war wunderschön und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verliebte Leda und Zeus verführte auch Leda. Und sie wurde dann schwanger, aber sie war verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger.
Und Leda gebar den Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott, also König, also königlich, ja, königlich auch, göttlich, göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, dass Castor sterben müsste, und Pollux ging zu seinem Vater und sagte: Ja, mein Bruder muss sterben, ich kann dich nicht alleine lassen, ich muss auch sterben. Ich möchte nicht mehr unsterblich bleiben. Und Zeus sagte: Nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat die beiden Zwillingen im Himmel gesetzt, Castor und Pollux. Und das erzählt, dass wir Menschen haben eine Seele. Und das ist göttlich, weil wir sind ein Teil von die göttlichen Schöpfung. Also göttlich und unsterblich. Das ist Pollux. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Schöpfer zurück. Mit vollen Erinnerungen und Gefühlen. Und ich kann das sinngemäß so vorstellen, denn Gott fragt ja, wie war auf die Erde, erzähl mir. Und die Seele erzählt und erzählt und das ganze Leben spielt sich wie ein Film ab. Und die Seele schaut es nochmal an. Und Ende dieses Filmes fragt Gott, so kann ich das sinngemäß vorstellen, ja, wie fühlst du dich jetzt? Wenn die Seele sagt, ja wunderbar, ich fühle mich so befreit, es war so toll auf die Erde, ich war so glücklich, dann hat die Seele befreit, weil fühlt sich frei, befreit von Karma. Natürlich kommt noch die Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, aber mir geht es um diese Seelenreise. Wenn aber die Seele sagt, ja, ich habe das jetzt nochmal angeschaut und ich stelle mir fest, ich habe doch gar nicht gelebt. Dann sagt der liebe Gott, ja, gut, wenn du so meinst und so fühlst du dich, dann geh zurück und mach besser. Und die Seele macht eine Seelenreise und das ist wie ein Rad, ein Schicksalsrad, und wir sind in diesem Rad drin. Und die Seele sucht einen Weg aus, einen neuen Weg, einen Schicksalsweg. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und das ist die Teil Castor. Und hier kommt die Verbindung zwischen Castor und Pollux. Und wenn wir das verstehen, dass wir eine Seele haben, dann haben wir einen höheren Selbstbewusstsein. Und wir suchen auch diese Verbindung zu unserer Seele. Wo ist diese Seele? Das ist in unserem Inneren. Und wir finden, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir meditieren, dann verspüren wir diese göttliche Energie und haben einen Bezug zu unserer inneren Stimme, unserer Intuition. Und wenn du Wünsche hast, egal wie unerreichbar erstmal erscheint, wenn du mit diesem höheren Bewusstsein vorstellen kannst, es ist alles erreichbar, natürlich muss realistisch sein, aber es ist erreichbar, dann hast du diese Kraft in dir, in deinem Inneren, dann weißt du, aha, das ist doch mein Weg. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse. Die Geheimnisse des Lebens. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, auch geheime Feinde. Das ist auch der Rückzugsort. Und hier begegnen wir uns auch mit karmischen Themen. Hier hast du Krebs. Krebs zeigt auch einen gewissen Rückzug. Ich würde sagen, das ist die Zuhause
die Seele, diese inneren Räumlichkeiten, ein inneren Tempel, wo du selbst gestaltest, einen Rückzug, wo du die Ruhe findest, wo du meditieren kannst, wo du in Verbindung bist zu deiner Seele oder zu deiner Intuition und das bildhaft vorstellen kannst, was dich beruhigt, einen inneren Tempel. Das kann ein gemütliches Wohnzimmer sein oder ein Wald oder Blumenwiese, je nach deiner Fantasie. Wichtig ist, du findest deine Ruhe und besuche diesen heiligen Ort. Such diese Ruhe, diesen Rückzug. Sonne befindet sich in Zwillingen. Hier. Also diese Geschichte über Castor und Pollux natürlich passt sehr gut, weil da lebst du dein Selbst. Du bist in der Kreiszeichen Zwillinge geboren. Mond befindet sich im Schütze. Die beiden, Sonne und Mond, sind gegenüber. Schütze und Zwillinge liegen gegenüber. Das heißt, du bist in Vollmond geboren. Vollmond beleuchtet den Weg. In indischen Astrologie wird gesagt, die Vollmondgeborenen haben Glück. Ihren Lebensweg ist klar sichtbar, das wird beleuchtet. Aber das ist wie eine Waagschale, die sind gegenüber. Und du brauchst in dein Leben immer wieder dieses innere Gleichgewicht. Merkur. Merkur befindet sich in dein Geburtshoroskop im Stier. Im höchsten Punkt des Horoskopes. Und das würde für dich beruflich auch bedeuten, entweder handeln, auch mit Immobilien, oder Inneneinrichtung oder Finanzen, aber bedeutet auch das praktische Wissen, das praktische Wissen, andere zu belehren, damit sie zur Ruhe kommen, damit sie ihr Leben genießen können, damit sie erkennen, wie wertvoll sie sind und wertvolle Dinge annehmen können. Aber nicht festhalten. Und es ist nicht nur das Finanzielle, sondern das kann auch geistiger Reichtum sein, inneren Reichtum. Venus befindet sich im Krebs. Nicht nur Venus, sondern auch Mars. Mars und Venus ist ein Liebespaar, Ares und Aphrodite. Und hier trifft sich im Krebs. Und es ist sehr gefühlsvoll, sehr familiär, aber im Geheimen. Es ist sehr geheimnisvoll. Hier ist auch Karma und es zeigt eine karmische Begegnung. Eine Begegnung mit jemandem, die du von früheren Leben kennst, oder eine geheime Liebe, oder beides. Ich würde sagen, beides. Auch Geheimnisse, aber auch karmische Liebe. Jupiter befindet sich im Jungfrau. Jupiter vermehrt etwas und bringt Glück, und das hast du in Finanzen. Saturn befindet sich im Schütze. Saturn ist rückläufig im Horoskop und zeigt karmische Themen. Und hier im fünften Lebensbereich hast du die Lernaufgabe, hier hast du karmische Themen. Hier sind die Erinnerungen. Und das heißt,
Saturn ist streng. Und so hast du das erlebt in deiner Kindheit. Mond hat einen Bezug zum Mutter. Das kann auch Mutterthemen sein. Entweder war deine Mama sehr streng und so hast du deine Kindheit erlebt, immer Pflichten und Abgrenzungen. Saturn steht auch für Alte, symbolisiert auch Großeltern. Das kann natürlich bedeuten, dass mütterliche Seite stehst du in eine enge Verbindung zu deiner Großmutter. Aber bedeutet auch natürlich eine gewisse Strenge in Kindheit. Ich könnte sagen, dass du dürftest nicht frei wie ein Kind spielen, Kind zu sein, weil du hast Pflichten gehabt, wurdest du auch begrenzt in deinen Möglichkeiten. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus hast du hier im Löwe. Uranus herrscht über Wassermann. Und bei Wassermann, wo ich erzählt habe, wie öffnest du den Tor zum siebten Lebensbereich, zum Partnerschaft, habe ich dir gesagt, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu fühlen. Und das kommt von Uranus-Energie. Weil Uranus ist der Herrscherplanet über Wassermann. Du hast aber in deinem Geburtshoroskop Uranus hier im Löwe. Und das ist deine Persönlichkeit. Und Uranus zeigt hier klar und deutlich, und es gehört zu deiner Persönlichkeit, fühle dich einzigartig, außergewöhnlich. Uranus mag das nicht, dieser traditionelle, so zu sein wie alle anderen, sondern du möchtest einzigartig sein, auch mit deinem Aussehen. Und so bist du auch wahrgenommen. Neptun befindet sich in Skorpion. Neptun herrscht über unsere Träume, ist auch sehr kreativ und Neptun lässt uns inspirieren. Und das kannst du gestalten in deiner Wohnsituation oder wenn du arbeitest mit Immobilien oder Inneneinrichtung, dann ist möglich, dass hier diese Kreativität von Neptun lebendig wirkt. Pluto zeigt die inneren Kraft, alles oder nichts, auf die Wesentlichen konzentrieren, überzeugt zu sein von sich selbst auch und zeigt auch Mut und Kraft und Macht. Pluto steht auch mit Sexualität in Verbindung. Pluto hast du hier im Löwe und das ist dein machtvolles Auftreten, deine inneren Kraft und deine erotische Ausstrahlung, weil das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst auch dein Auftreten. Unserem Planet Erde bewegte sich in Schütze. Gaia steht in Verbindung zu unserem Planet Erde und das zeigt hier im Schütze, hier manifestiert sich etwas, wenn du etwas spielerisch gestalten kannst und wenn du Lebensfreude hast. Und Saturn ist nicht nur die Strenge, sondern Saturn ist der große Lehrmeister und belehrt dich und dann bringt das in Form. Jetzt kommt die absteigende Mondknoten und die aufsteigende Mondknoten. Die beiden zusammen bilden sich eine Drache. Drache symbolisiert immer die Angst erstmal
Und so wie in mythologischen Geschichten erzählt wird immer von Drachentöter, das ist nichts anderes als unseren Ängste überwinden. Also das ist mal wichtig. Astrologisch wurde dieser Drache getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur ein Teil von dieser Drache. Und das ist der Drachenkörper, die absteigende Mondknoten. Und das zeigt Vergangenheit, alten karmischen Themen, Erinnerungen. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Wir müssen nicht immer alles loslassen, sondern viele Dinge auch bewahren, weil das sind auch wahre Schätze, Talente, Fähigkeiten, schöne Begegnungen. Du hast diese absteigende Mondknoten im Stier. In diesem Weg bist du schon gegangen. Und das heißt, du warst in die Öffentlichkeit, du hast deine Ziele realisiert, du warst auch sehr wohlhabend und hast Respekt bekommen. Und dieser Drache hat einen Kopf und dieser Kopf ist das, was die Seele sucht. Ich könnte sagen, die Seele fragt dann, oh, wo ist denn dieser Kopf der Drache? Oh, das kenne ich noch gar nicht. Oh, ich muss das suchen. Wo ist das denn versteckt? Und das Horoskop zeigt auch, wo dieser Kopf versteckt ist. Und das kennst du noch nicht. Das ist die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf in Skorpion. Und das ist die Transformation, die Gefühle, raus aus negativen Gefühlen, befreit zu sein von Angst, übergehen auf die positiven Gefühle und immer diese Erneuerungsprozesse, immer auf den Gefühlen achten, die Basis schaffen, ein Zuhause haben, wo du zurückziehen kannst und Kraft holst, das ist die karmischen Weg. Chiron ist rückläufig im Horoskop, zeigt Erinnerungen, karmischen Erinnerungen, all das, was du erlebt hast in früheren Leben, zeigt, wo weh tut und wo du Heilung brauchst, wo du Heilung erfährst. Und das ist im Wassermann im siebten Lebensbereich. Alte Verletzungen in die Liebe, Partnerschaft. Und hier kommt Heilung. Wenn ich indische Astrologie mache, dann erzähle ich über die Mondhäuser. In indischen Astrologie, aber auch in chinesischen, auch in der arabischen, auch in tibetischen Astrologie, auch in ägyptischen, überall gibt es Mondhäuser. Und das symbolisiert immer die Tagesbewegung des Mondes. In westlichen Astrologie gibt keine Mondhäuser, aber es gibt schon Einflüsse von Fixsternen und genau das berichte ich noch. Dein Aszendent ist Löwe und hat einen Einfluss von den beiden Aselius. Es gibt nördlichen Aselius und südlichen Aselius, das sind Esel. Und diese Esel sind aber sehr berühmt. Und dazu gibt es auch eine Geschichte. Es gab früher einen Kampf zwischen den Göttern und Titanen. Die Titanen waren Riesen. Und dieser Kampf war schon so, dass die Titanen gewinnen und die Götter verlieren. Und es gab einen Gott, Gott der Schmiedekunst, Vulcanus, Gott der Feuer, Gott der Schmiedekunst. Und dieser Vulcanus hat diese Esel dabei gehabt, diese beiden Esel. Und dann diese Esel haben rumgebrüllt und die Titanen haben diesen Klang der Esel haben noch nicht gekannt, das war was Neues.
die könnten das nicht einordnen und sie haben so Angst bekommen, die sind dann davongelaufen. Und dafür sind diese beiden Esel so berühmt geworden, weil die haben die Götter gerettet. Ja, dann haben die Götter diesen Kampf dann gewonnen. Und eine Löwe kann brüllen. Und das ist so wichtig. Und diese beiden Asterius, diese beiden Esel, sagt dir, wenn du eine Herausforderung hast, denk an uns, du musst nur brüllen, die anderen laufen davon. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und das brauchst ab und zu mal. Mars Nein, Sonne, genau. Ihr habt die Blätter verwechselt. Machen wir auch die Reihenfolge. Sonne, genau. Sonne befindet sich in Zwillingen, hier in Zwillingen. Die Geschichte von den Zwillingen habe ich schon erzählt. Aber hier hast du noch einen Einfluss von einem Stern, weil dieser Stern bestrahlt deine Sonne. Und dieser Stern heißt Capella und befindet sich im Sternbild Fuhrmann. Und diese Capella heißt übersetzt eine kleine Ziege. Und diese kleine Ziege ist ganz berühmt. Das ist die Ziege von Himmelsgott Zeus. Zeus wurde von diesem kleinen Ziege ernährt. Zeus musste erstmal im Versteck sein und von diesem Milch, von diesem Ziegenmilch wurde ernährt. Und das ist für Zeus natürlich eine ganz besondere und hat auch im Himmel gesetzt und symbolisiert Dankbarkeit. Dank von Zeus eine Dankbarkeit, dass diese Ziege mit seiner Milch ihn ernährt hat als Kleinkind oder als Baby. Und dieser Stern bedeutet Ehre, Wohlstand und Ansehen. Mond befindet sich hier im Schütze. Dieser Stern heißt Hahn. Hahn bestrahlt dein Mond. Und dieser Hahn befindet sich im Schlangenträger, das ist die linke Knie der Schlangenträger und bedeutet nicht niederknien, nicht aufgeben, sondern immer aufrecht der Haltung und weitermachen, weiter marschieren, nicht aufgeben. Diese Schlangenträger ist der himmlische Arzt und dieser Schlangenträger hat ein Kind gerettet und dazu gibt es auch eine Geschichte. Dieser Schlangenträger ist der Sohn von Sonnengott Apollo, der himmlische Arzt, und hat ein Kind gerettet, ein Kind geheilt und bei dir wirklich hier in diesem Bereich, wo die Kinder liegen, hast du den Einfluss von diesem Sternbild? Ja, das Kind ist in einen Honigtopf gefallen und der Schlangenträger musste das Kind heilen, retten, heilen. Und dann kamen zwei Schlangen, ist auch Schlangenträger, zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich, die andere Schlange die Heilkräuter. Und der Schlangenträger musste Entscheidungen treffen, wie heilt er das Kind. Und zum Glück hat den Heilkräuter gewählt und das Kind gerettet hat. Hier ist die Heilung. Und diese Geschichte erzählt von den beiden Schlangen und das sind die Einflüsse von außen. Die eine Schlange mit dem Gift, das ist natürlich auch Angst. Das ist, wie hier ich erzählt habe, diese Kundalini-Energie, das zieht die Energie nach unten, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das blockiert. Aber dieser Gift bedeutet auch Einflüsse von außen und das sind die Lügen und das kommt immer honigsüß verpackt
Und wenn wir daran glauben, dann sind wir wie dieses Kind, fallen wir in diesen Honigtopf und dann brauchen wir Heilung. Und was ist die Heilung? Die zweite Schlangenenergie, die zweite Kundalini-Energie, wo alles steigt nach oben und das sind die positiven Gefühle, Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut und Liebe. Und das zeigt diesem Stammbild die Heilung. Merkur ist hier im Stier und dieser Stern heißt Alkyone. Ah, Alkyone ist ganz berühmt. Ja, das ist bei den Plejaden. Das ist die Zentralsonne, wo unserem Sonnensystem auch kreist. Und diese Portaltagen haben wir immer einen Einfluss von Alkyone, von dieser Zentralsonne. Und Alkyone bedeutet übersetzt der, wo über die Bösen siegt. Und das ist dein Gerechtigkeitssinn, dass du dich einsetzt für die Gerechtigkeit, für das Gute. Bei Alkyone handelt es sich auch um die Geschichte von Frau Holle, weil Alkyone gehört zu den Plejaden. Und es gibt die Plejaden und die Hyaden, die sind die Töchter von Atlas und sie bilden sich die goldenen Tor, die Ekliptik. Und wir gehen immer wieder mal durch diesen Tor und hier entscheiden wir, woran wir glauben im Leben. Sind wir die Verlierer im Leben oder die Gewinner im Leben? Glauben wir an uns selbst, an unserem Vorhaben? Sind wir optimistisch? Da regnet Gold, dann sind wir die Goldmarie. Oder wir geben auf und wir glauben an uns selbst nicht oder zweifeln wir ständig, sind wir pessimistisch, dann sind wir die Pechmarie. Dann regnet Pech und hier wirken natürlich die Plejaden, aber ganz Besonderes hast du von Alkyone, von diesem Zentralsonne, dieser Einfluss im höchsten Punkt des Horoskopes, das heißt die Portaltagen spürst du sehr intensiv, aber genieße das, das ist göttliche Energie, das stärkt dich auch. Venus befindet sich hier im Krebs und wird von Dirach bestrahlt. Dirach ist die linke Fuß der Zwillinge und das bedeutet Schritte machen in Richtung Kreativität oder deine Weiblichkeit musst du nicht verstecken, sondern mach Schritte, dass du das zeigst nach außen. Das ist deine Liebesenergie und dieser Dirach bedeutet Kraft und Durchsetzungskraft. Mars befindet sich auch im Krebs, aber wird von einem anderen Stern bestrahlt und diesem Stern heißt Alphard. Und dieser Alphard befindet sich im Sternbild Hydra. Das ist hier Hydra. Wieder die Schlangenenergie und hier kämpft Herkules. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Es gab eine Rabe und Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe, hier ist ein goldener Becher, fliege zur Quelle und bring frisches Wasser für Zeus. Aber beeile dich. Und die Rabe hat das versprochen. Und unterwegs findet die Rabe einen Feigebaum. Und dann wollte von diesem Feige essen, es war aber noch nicht reif. Und der Rabe wartete, bis diese Feige reif war und dann später flog davon bis Ende des Flusses Achernar, wo die Quelle ist und von diesem Quellwasser hat Wasser geschöpft, frischen Quellwasser und kehrte wieder zurück. Und Apollo, der Sonnengott, fragte ihn, ja, wo warst du denn so lange? Und dieser Rabe sagt, ach ja, Apollo, weißt du denn, unterwegs war diese Hydra, diese Schlange und sperrte mir den Weg, ich kann nichts dafür. Und
Apollo hat das durchgeschaut, dass er lügt und wurde auch bestraft wegen seiner Lüge, weil der Rabe ist im Himmel und muss jeden Tag die Hydra anschauen und auch diese goldenen Becher anschauen und muss in seinen Lügen erinnern. Und Herkules kämpft gegen diese Drache, weil das erneut sich immer wieder. Wenn ein Kopf abgeschnitten wird, dann kommt zwei anderen dazu. Und das sind die Einflüsse von außen. Und das sind manchmal Lügen oder Intrigen. Und das sollst du auch bekämpfen und erkennen, damit du diese frischen Quellwasser zu deinen Intuitionen kommst. Und das sind so tiefe Geheimnisse in dein Leben. Und Mars ist deine Kraft, dass du dich da behauptest und wehrst. Diese Hydra oder diese Sternalpha, das befindet sich im Hydra, im Sternbild Hydra, bedeutet für dich Weisheit, künstlerische Begabung, besonders was die Musik betrifft, Mystik, Inspiration, Geheimnisvolle, die Geheimnisse des Lebens zu kennen. Aber überwinde deine Ängste. Jupiter befindet sich hier im Jungfrau und Jupiter hat einen Einfluss von Labrum. Und Labrum ist dieser goldene Becher, was die Rabe, diese frische Quellwasser geholt hat. Das ist dieser goldene Becher und das ist die Quelle, die Intuition, das sind deine Werte. Hier im zweiten Lebensbereich und das ist heilig. Jungfrau zeigt auch die Reinheit, die reinen Wasser, die reinen Quellwasser, hat auch mit deinen Gefühlen auch was zu tun und hier hast du diese Geheimnisse verborgen. Manche sagen sogar, dass dieser Labrum, was Jupiter bestrahlt, dieser goldenen Kelch, das ist die heilige Gral. Saturn ist rückläufig im Horoskop, zeigt auch karmischen Themen, Vergangenheit. Hier im Schützen wird von Rastaban bestrahlt. Rastaban ist der Kopf der Drache. Da gibt es nochmal eine Drache im Himmel, ein Sternbild. Und diese Drache schaut Herkules an, schaut in Richtung Herkules. Und diese Kopf der Drache bedeutet dein Wissen, dein intuitives Wissen, deine Weisheit. Aber sei nicht so Kind, dass du immer alles glaubst, was die anderen erzählen. Weil diese Schlangen, die können auch Lügen sein oder Intrigen. Erkenne das und wehre dich und steh zu deinem Kopf, zu deinem Wissen, zu deinen Gedanken. Uranus ist hier im Löwe, wird auch von Aselius bestrahlt. Das sind die zwei Esel, wo so brüllen und vertreiben die Titanen. Neptun befindet sich in Skorpion, hier der tiefste Punkt des Horoskopes und wird von Bärenhüter bestrahlt und die Bärenhüter behütet den beiden Bären, der große Bär und kleine Bär oder große Wagen, kleine Wagen, das ist die gleichen Sternbild, behütet, du bist behütet, du bist beschützt von Göttlichen und das ist hier die Basis, fühle das, hier handelt sich um Gefühle in Skorpion, in Wasserelement. Pluto hier im Löwe wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist der Stern der Könige. Und du brauchst diese Auftreten, diese Ausstrahlung und auch diesen Stolz. Regulus ist auch das Herz der Löwen.
Und es ist für dich wichtig, dich Herz öffnen. Was liegt in dein Herzen? Was liebst du? Dazu gehört Hobby, Berufung, Kunst oder Sport oder Liebe, Partnerschaft oder Kinder oder Familie oder Freunde. All das, was du liebst, sollst du in Besitz nehmen. Dein aufsteigender Mondknoten, hier den Weg, was deine Seele sucht, hier ist die beide Waage Schalen oder die Schere des Skorpion. Wenn wir das betrachten von hier, von dieser Seite aus, dann bedeutet die beiden Waage Schale. Wenn wir von Skorpion aus betrachten, dieselben Sternen zeigen die Schere des Skorpions. Auf jeden Fall, du brauchst die inneren Gleichgewicht. Die absteigende Mondknoten hier im Stier wird von Perseus bestrahlt und dazu gibt es auch eine Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres. Und Poseidon, der Gott des Meeres, schickte ein Walfisch, ein Seeungeheuer im Königreich, die prahlenden Königinnen zu bestrafen. Und dieser Walfisch kam an, aber handelte nicht so, wie Poseidon das gesagt hat, sondern er nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Und in die Nähe war Medusa, die furchterregende mit ihren Schlangenhaare. Und die Geschichte erzählt, jede, wo Medusa erblickt, bekommt Angst und ist unbeweglich wie ein Stein. Und das ist Medusa, die Furchterregende. Und Andromeda hat Angst gehabt, bis Perseus kam. Und Perseus befreite Andromeda von diesem Fessel, befreite von Ängsten und tötete Medusa. Und das ist hier Perseus. Und dieser Perseus wirkt auf deinen absteigenden Mondknoten. Und hier hast du karmische Erinnerungen, was dich noch fesselt, weil vielleicht hast du noch von etwas Angst oder Verlustangst. Und hier ist wichtig, von Angst befreien, so wie Perseus befreite sich Andromeda, befreite auch von Ängsten. Und das ist eine wichtige Botschaft für dich, weil so erreichst du deine Ziele. So bekommst du Anerkennung oder lebst deine Berufung, Angstbefreiung. Und Perseus und Andromeda haben sich auch verliebt und geheiratet. Jetzt die Verbindungen. Sonne und Jupiter steht in einer Spannung und das kann bedeuten, dass dein Vaterbild vermittelt für dich, dass du mit deinen Größen nicht bewusst bist. Das kann ein Hinweis sein, dass du klein gehalten wurdest oder du dürftest nicht so sein, wie du wolltest. Sonne steht mit Vater in Verbindung und das kann Vaterthemen sein oder Ungerechtigkeit. Jupiter zeigt die Gerechtigkeit, aber auch die Ungerechtigkeiten. Die nächste Verbindung ist zwischen dein Venus und Mond und Saturn. Beim Mond handelt es sich um Mutterthemen oder deine Mütterlichkeit und bei Venus ist deine Weiblichkeit, du als Frau. Dann kommt auch noch der Einfluss von Saturn. Diese Verbindung heißt Quinkungsaspekt. Und das kannst du so vorstellen, ein Pendel, der unbeweglich ist. Und jemand fragt dich, du sollst beschreiben,
In welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen? Du würdest dann sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und so fühlt sich das auch an. Und das erlebst du als Frau oder in Verbindung zu deiner Mutter oder die Mütterlichkeit kommt hier in Vorschein oder dein Lebensfreude und die Liebe und deine Weiblichkeit. Immer in dieses Gefühl zu haben, oh, ich weiß nicht, was dann kommt. Keine Ahnung, in welche Richtung geht es. Unsicherheit. Mond und Saturn steht in Verbindung zum Uranus. Das ist eine schöne Verbindung. Hier ist Feuerelement, hier ist Feuerelement. Das ist eine schöne harmonische Verbindung, wenn du dein Selbst lebst. Löwe, Aszendent. Wenn du so bist, wie du das richtig findest, wie deine Persönlichkeit ist, dann findest du die inneren Kraft, die inneren Gleichgewicht. Mars und Jupiter steht auch eine schöne Verbindung und das bedeutet, du hast die Kraft, dich einzusetzen für deine Rechte, wenn du dieses Bewusstsein hast, wenn du bewusst bist mit deinen eigenen Größen und hast du diesen Mut. Und kann auch ein Glück sein, was der Partner betrifft. Glück in die Liebe, Partnerschaft. Liebe Bialiria, so könnte ich dein Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.